Hallo und willkommen zu einem Unboxing, ja, ein Game-Unboxing. Das habt ihr auch schon gelesen von dem neuen Timo Struppi Spiel. Ja, Timo Struppi, eine meiner Leidenschaften. Ich habe ein schönes T-Shirt von Reise zum Mond, oder Schritte auf dem Mond. Jedenfalls ein schönes T-Shirt von Timo Struppi, im extra mal gekauft, im offiziellen Store. Und das sind so zwei neue Timo Struppi, Stücke, die ich mir gekauft habe. Werden noch in anderen Videos, werden die auch parallel gezeigt, aber hier passt es auch ganz gut eben halt. Hier habe ich jetzt Juwelen der Sängerin in einer neuen Ausgabe, habe ich mir extra gekauft. Und auch hier nochmal, das habe ich gebraucht gekauft, weil ich habe noch nicht die Pappschuber-Version. Das ist die aktuelle TV-Serie von Tim und Struppi, kann ich jedem nur ans Herz legen, kann ich sie euch. Und hier ist auch die Geschichte drin, um die es geht, oder drauf, nicht drin, ja, drin auch, aber in dem Sinne, nämlich Zigarren des Pharaos. Ja, Zigarren des Pharaos ist diese, ich glaube, die Box, diese Special Edition von Tim und Struppi mit diesem neuen aktuellen Spiel von den Pendulo Studios und von Micronauts, die zum Beispiel auch Siberia rausgebracht haben. Ja, ist das die neue, das neue Computerspiel, Tim und Struppi. Gab es lange kein Spiel, das ist jetzt ein Adventure-Spiel. Wie gesagt, die Geschichte des Comics, das habe ich auch hier, Zigarren des Pharao, hier. Das ist meine Ausgabe aus meiner Jugendzeit, kann man so sagen. Das ist ein sehr guter Zustand, Schuss, sehr, sehr gut in Schuss, wollte ich sagen. Ich gucke gerade, von wann das ist, von 92, das ist also schon eine etwas spätere Auflage. Kann sein, dass meins kaputt war, dass ich sozusagen das mal dann ersetzt habe oder eben halt später hatte. Aber hier, das ist Zigarren des Pharaos, die Vorlage von Zigarren des Pharaos, dem Tintin Reporter oder Tim und Struppi und Zigarren des Pharaos, das Computerspiel, was wir im Deutsch bekommen haben. Es ist übrigens ein Zweiteiler, ich weiß noch nicht, weil ich noch nicht gespielt habe, ob der zweite Teil ist der blaue Lotus, ob die ja aufeinander aufbauen oder ob noch ein Spiel kommt oder wie dem auch sei, ob in dieser Special dieses Spiel sozusagen die Geschichte auch da ja von der blaue Lotus weitererzählt. Worum geht es in Tim und Struppi oder Zigarren des Pharaos? Eigentlich ist Tim mit seinem Hund Struppi auf Weltreise, er ist ja der rasende Reporter. Und ja, sticht in ein Wespennest, als er ja, Drogenschmugglern auf die Spur kommt. Ja, und er wird dann nach Ägypten verschlagen, wo er ein paar skurrile Figuren trifft und kommt dann irgendwann ins Grab des Pharaos. Ja, und diese Geschichte wurde in diesem Computerspiel verarbeitet. Ich habe mir die Special Edition nicht gebraucht. Als er gerade im Angebot war bei Amazon, habe 150 Euro bezahlt. Das ist schon recht viel. 190 sollte sie kosten, deswegen habe ich das Angebot wahrgenommen. Ich habe es mir leider auch doppelt gekauft, das Spiel. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe es hier noch einmal. Das ist die limitierte Ausgabe. Neben der limitierten gibt es auch eine Standardausgabe, ganz normal im normalen Jewel Case. Aber eben halt die limitierte limitierte Ausgabe. Ja, habe ich mir als erstes gekauft. Hier könnt ihr sehen, da ist auch der deutsche Titel drauf. Auch alles, ja, kommt in einem Steelbook, komme ich gleich noch mal drauf. Das habe ich mir als erstes gekauft gehabt, hatte ich auch vorbestellt, weil es keine Collector's Edition angekündigt gab. Die kam erst sehr kurzfristig, ärgerte mich ein wenig, weil irgendwie als Tim und Struppi Fan wollte ich unbedingt die Special Edition haben, hätte mir es nicht unbedingt doppelt gekauft. Jetzt behalte ich sie, weil im Endeffekt hier ist auch das Deutsche drauf. Und sag ganz ehrlich, als kaum habe ich sie gekauft gehabt, ich habe und dann gesehen, dass es die gab, und dann wird auch schon so viele bei Kleinanzeigen angeboten von dem Spiel, dass sich das nicht lohnt zu verkaufen. Somit behalte ich es, bin Tim und Struppi Fan, man kauft ja auch mal doppelt, ist halt dann manchmal so. So, es soll darum gehen zu gucken, was haben wir hier schöne Sachen in der Special Edition. Zum Ende des Videos versuche ich ein paar Bilder aus dem Spiel einzublenden. Entweder Screenshots oder Teile aus dem Trailer. Das werde ich mal sehen, was möglich ist und ob es freigegeben ist. Weiß ich natürlich nicht. Egal. Darum soll es nicht gehen. So, hier haben wir diese schöne Special Edition. Englischer Titel drauf. Die ist jetzt leicht. Das merkt ihr, wie ich sie anfasse, denn ich habe sie rausgenommen. Da ist noch ein zweiter Karton drin gewesen und der klemmte ein bisschen und deswegen habe ich das gleich draußen gelassen. Der steht hier vorne.
Hier hinten könnt ihr sehen, auch was da drin sein könnte. So, und das schauen wir uns gleich mal an. Wie gesagt, das ist die limitierte Fassung. Das nehmen wir auch mal gleich auseinander. Was ist der Unterschied davon? Im Endeffekt auch nicht sehr viel, außer, da nehme ich gleich vorab, außer dieses deutsche Cover. Denn hier ist wirklich englischer Titel und das ist einfach nur ein Sticker mit USK. Hier ist das PEGI-Logo. Ja, kann man so sagen. So, dann haben wir da drin gehabt, in dieser Special Edition, und das finde ich ein bisschen schade, in diesem Karton, das war einfach nur reingelegt. Das heißt, es klapperte links und rechts und ich hätte echt Angst, weil es ist da auch eine Figur dabei, ob das kaputt geht. Ne? Das normale Spiel hat mich übrigens 50 Euro gekostet, dieser limitierten Fassung. Und dann 150, das heißt, zwischen dem da und dem da mit dem Extras ist das 100 Euro mehr wert. Das werden wir gleich mal auseinandernehmen, ganz genau. Ja, wie mache ich das am besten? Ich zeige euch einmal erstmal, was ist in dieser limitierten Ausgabe drin. Und dann nehmen wir auseinander, ob sich das gelohnt hat und so weiter. Also wie gesagt, hier ist ein Steelbook. Das ist in Form der Zigarrenschachtel mit dem Pharaonen-Logo. Richtig cool. Hier steht an der Seite dann auch der Titel Tintin Reporter, Zigarren des Pharaos. Hinten ist nichts hier drin. Das Steelbook innen gibt nicht viel her. Ich habe hier noch mal ein zweites Steelbook, deswegen zeige ich euch das noch mal gleich von innen, wie es ist. Hier auch nur die Spieledisc und drei Postkarten. Auch die zeige ich euch gleich. Sind die gleichen Postkarten wie in der Special Edition, logischerweise. Also, in dem Sinne, das ist in der limitierten Ausgabe dabei. Genau. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was ist in dieser wunderbaren Special Edition drin. Ich fange gleich an mit dem normalen Stück. Hier habe ich das Spiel. Es ist hier die PEGI-Version und wir haben hinten aber auch deutsche Texte, beziehungsweise, ne, in dem Sinne, What's the Pharaoh's Secret steht hier, gründe das größte Geheimnis davon, steht hier hinten drauf, ihr könnt das sehen, ist hier in Englisch, hier in ganz klein eben halt der deutsche Text, ne, was ist das Geheimnis des Pharaos, begib dich auf eines von Tims größten Abenteuern, enthülle die Wahrheit, ne, ihr seht ja hier die PEGI. Sonst ist nichts, ja, ist es nicht über dich weiter viel in Deutsch. Ist in Frankreich hergestellt. Hier steht unten for home use only, also nur für zu Hause. So, also das Spiel ist dabei. Ich habe es jetzt zielt gelassen, weil es hier offen ist. Ich habe es ausgepackt da. So, dann ist dabei dieses Steelbook. Dasselbe eben halt wie auch da. Und hier, deswegen habe ich nochmal hier so ein bisschen kein. Nichts Besonderes eigentlich. Mehr kann man dazu sagen. Es ist wirklich nichts super Besonderes. Aber ein schönes Steelbook. Ich finde es trotzdem toll. Ja, so, dann habe ich ja gesagt, drei Postkarten sind dabei. Die sind identisch, die Postkarten, die dabei sind. Jetzt bin ich unsicher. Ich bin unsicher, ob sie die gleichen Postkarten sind. Habe ich vergessen? Nein, nicht, habe ich schon kontrolliert. Aber ja, sind die gleichen Postkarten, das heißt, ich nehme die hier nicht raus. Man hat sich vorbereitet und trotzdem ist man dann unsicher. Es ist so. Also drei Postkarten. Diese Postkarten sind Zeichnungen und jetzt fällt mir eine Postkarte runter. Und ich habe gut gegangen. Stammen aus dem Comic, also Comic Cover. So, da nehmen wir einmal der Tim auf dem Pferd. Auf dem Esel, besser gesagt, wie er durch die Wüste geführt wird. Hier auch nochmal, wie Tim in einem Wagen fährt. Und ihr seht, dieser Professor, der spielt auch eine besondere Rolle. Und hier Tim, wie er flüchtet. Ja, das ist eine recht spannende Abenteuergeschichte, kann man sagen. Ja, also Tim muss da einige Gefahren überwinden und das ist schon sehr spannend. Kann man so sagen. Ja, was haben wir weiter in der Special Edition? Hier auch nochmal ja, ein Notizbuch mit einem Motiv von Tim, wie er sich alles Mögliche aufschwatzen lässt. Carlos Oliveira, glaube ich, heißt der Verkäufer. Ein paar Namen habe ich drauf. Ich habe das auch schon lange nicht mehr gelesen, muss ich zugeben. Es ist ein Notizbuch. Eigentlich eine nette Geste, braucht kein Mensch irgendwo. Weil jeder Sammler würde das nicht beschreiben. Aber egal, das ist dabei. Und was wirklich dabei schön ist, ist auch richtig hochwertig,
Zigarren des Pharaos, das Artbook. Ich habe da ein paar Aufnahmen extra gemacht. Das Artbook ist in Englisch und Französisch gehalten, leider kein Deutsch. Hier sehen wir übrigens das große, nochmal das schöne Pharaonen-Logo. Richtig cool. Ja, es ist eigentlich ein sehr schönes Buch. Ich gucke gerade mal, wie viele Seiten das hat, ob es hier eine Seitenzahl gibt. Nein, aber ihr könnt sehen, also es ist ja wirklich sehr dick und ich habe das ja ein bisschen durchgeblättert. Die Figuren sind sehr gut getroffen mit ihren Knollennasen, dem Stil von Hergé. Hergé hat eine, wie gesagt, wunderschöne Geschichte erzählt, abenteuerlich, ein bisschen Anfang des, ja, 19. Jahrhunderts mit vielen Elementen aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, kann man so sagen. Richtig gut gemacht. Also das Artbook gab es auch dazu. Noch mal ein bisschen weiter hier rüberlegen, damit wir noch ein bisschen Platz haben. Das Artbook. Und dann ist eigentlich nur noch ein Teil dabei in dieser Special Edition. Eine Figur von Tim aus dem. So, ich habe sie ausgepackt. Die kommen in einer Hülle und hier unten ist auch noch mal das Logo, denn diese Figuren und auch diese Postkarten sind zusammen mit Moulins Art erstellt. Das sind die Rechteinhaber, die in Frankreich. Das ist nicht einfach nur eine Figur, die von einem anderen Dritthersteller hergestellt wurde, sondern wirklich, ihr könnt es hier unten auch sehen, mit dem offiziellen Timo Struppi Logo von dem Vertrieb. Die haben das extra produziert. Das ist eine Figur, Sammelfigur, die auch sehr hochwertig ist, die eben halt, wie gesagt, offiziell von dem Lizenzhalter, von dem, der sowieso das Merchandise für Tim und Struppi herstellt. Denn in Frankreich ist und Belgien ist Tim und Struppi immer noch eine große Ikone und es gibt massig zu kaufen. Ihr könnt ja echt mal googeln, es gibt massig und ich habe auch einige wunderbare Stücke. Also wie gesagt, hier seht ihr die Figur, hochwertig gearbeitet von Tim und Struppi. Ein bisschen tonartig, kann man sagen, das Material, kein Plastik oder so, es ist sehr, sehr hochwertig, auch sehr, sehr schön bemalt, sehr gut getroffen, dem Comic-Stil, Farben sind sehr durchgehend, das ist jetzt da kein Aquarell, es ist so ein bisschen schwächelt oder so und ein wunderbar gemacht, auch keine Farbabriebe oder so, richtig gutes, eine gute Statue, klein. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, lohnt es sich das Ganze 150 Euro, 50 Euro für das Spiel? Ja, jetzt sind wir erstmal neu. Ich will auch nochmal so sagen, ja, man kann nicht, irgendwann kriegst du es billiger und so weiter. Man kann abwarten. Ich habe aber mittlerweile inzwischen gelernt, wenn ich ein Spiel wirklich auch haben möchte, das einen wirklich interessiert, sollte man es mit sofort kaufen, denn das hilft auch den Machern. Es ist wirklich mal, und man sagt es so, wenn man zu spät kauft und der Ausverkauf sozusagen beginnt und es günstiger wird, dann hat ja das Studio weniger davon. Und wenn es nicht die Kosten einspielt, kann es vielleicht kein weiteres Spiel mehr produzieren. Es muss ja auch ihre Gelder reinkriegen. Klar, es wird auch verdient, es muss auch Umsatz gemacht werden, das ist ein anderer Punkt. Und dass manche vielleicht überzeichnet sind, manche Spiele. Bei einem Tim und Struppi Spiel würde ich das jetzt nicht sagen, weil es ist jetzt auf Mainstream zugewürfelt oder zugemünzt worden, dass man das macht. Ist aber trotzdem, dass es eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Das heißt, dort unterstützt man natürlich auch das Studio, dass es überhaupt überlebt. Und wenn man es günstiger kauft, irgendwann verdienen die auch nur weniger. Und dann ist es vielleicht sogar schon zu einem Zeitpunkt, wo aufgrund dessen, dass ich das am Anfang schlecht verkaufte, das Studio schon leicht dicht gemacht hat. Oder so. Oder kein weiteres Spiel produzieren kann, weil es nicht als Hit eingestuft wird und dann nur noch als Ausverkauf bezeichnet wird. Special Editions sind mal was anderes, die kauft sowieso nicht jeder. Ja, so. Also in dem Sinne, 50 Euro für das Spiel finde ich dann auch fair und dann, das würde ich machen. Ich hätte es natürlich nicht doppelt gekauft, wenn diese Edition eher angekündigt wäre hier in Deutschland. Das kam echt kurzfristig, da habe ich die schon in den Händen gehalten, habe ich gesehen. Diese Edition gibt es. Ja, lohnte sich die Collector's Edition? Jein. Ich sag ganz ehrlich, preislich ist die echt überzogen. Sie war mit 190 Euro, 190 Euro Erstpreis. Und ich muss sagen, das war mir echt zu teuer. Ich habe dann gesehen, dass es ein Sale war und da habe ich dann zugegriffen. Ja, weil der Preis war mir dann angenehmer. Ich nehme mal die Sachen auseinander. Das war 50 Euro. Das heißt, 50 Euro beinhaltet das beides. Jetzt hier in dieser normalen Standardfassung, so würde auch die einfache Fassung aussehen. Ich glaube, die kostet jetzt um die 40 Euro.
Also ich müsste jetzt nachgucken. Das habe ich eigentlich gar nicht gemacht, was die Standard kostet. 50,49 € hatte mir 95 oder 90 hatte mir die gekostet. Und die Standard müsste ich mal gucken. Aber ähnlicher Preis, sag ich mal ganz grob. Ja, also wir haben das und die drei Postkarten für 50 €. Das heißt, das ist weitere 100 €. Nehmen wir eine glatte Summe, 150 €. Beinhaltet das Artbook, das Notizbuch, die Figur und diese Pappbox. Pappboxen sind jetzt nicht das große Wert. Und ich wollte sagen, das da drin war dann diese Box. Und diese Box hatte noch so eine Schutzummantlung mit dem Micronauts-Logo. Ja, also, und hier war es einfach reingelegt. Und das fand ich schade, weil das klöterte hin und her. Ich werde es, wenn ich jetzt schließe, das machen, dass es nicht mehr hin und her schlittert. Weil man möchte ja auch nicht Figuren kaputt machen. Und ich hatte das dadurch, dass diese Postkarten auch so einen ganz leichten Knick gekriegt hatten, weil sie so ein bisschen falsch gelegen hatten. Ja, so, also, ich sagte ja, 190 €, es wäre echt überzeichnet gewesen. Und ich glaube, ich hätte das auch nicht vorbestellt. Das muss ich sagen. Bei 150 war wirklich so meine Grenze, denn diese drei Teile sind ja die exklusiven. Die Boxen mal außen vor genannt, das ist nicht das Finanzielle, das ist nicht das Ganze. So, ein Notizbuch in dieser Form, würde ich das jetzt kaufen? Es gibt es sowas ja auch regulär im Handel, würde mich das trotzdem etwa um die 10 € kosten. So, weil es ist ja auch Merchandise. Also, das würde mich maximal 4,99 € würde mich das kosten. Ja, muss man sagen. Also keine 10 €, aber nimm großzügig einen 10er vielleicht. Maximal zwischen 5 und 10 €. So ein Artbook würde es das einzeln geben. Gibt es natürlich jetzt nicht, aber nehmen wir mal an, das würde es einzeln geben. Ja, wird es auch so zwischen 30 und maximal 40 € kosten. Gucken wir, nehmen ja nur die Kosten auseinander. Ja, und diese Figur, was meint ihr? Was würde so eine Figur kosten? Die ist nicht groß, die ist vielleicht auch 10 cm groß, vielleicht 12. Ja, diese Figuren sind aber sehr teuer. Also bei Timo Struppi, die legen auf Qualität Wert. Die werden auch limitiert hergestellt, die gibt es also nicht in der großen Menge. Das heißt, diese Collector's Edition hat diese Figur exklusiv. Das heißt, das ist schon eine besondere Figur. Einzeln gibt es sie nicht zu kaufen. Hier könnt ihr übrigens sehen, Zigarrenkiste in der Hand mit dem Logo. Ähnlich wie eben halt das hier auf der Kiste. Ja, also, so eine Figur, limitiert, auch in der Größe, kann im Timo Struppi Store locker 60 € kosten. Kein Witz, 60 €. Das heißt, ich rechne das jetzt mal zusammen, teuersten Preis, jetzt machen wir mal 10 €, 60 € und das nehmen wir 40 €. Das heißt, das ist schon mal 110 €. Das heißt, gerade eben, das heißt, es ist gerade eben so das, wie es regulär im Handel kosten würde, wenn es einzeln gibt. Weil Timo Struppi hat halt sehr viel Merchandise im wirklichen System und ja, nehmen wir es auseinander. Fühlt sich das an, diese 150 €? Nein, es fühlt sich natürlich nicht so an. So eine Figur ist sehr klein und es würden sich nur extreme Sammler kaufen. Das heißt im Endeffekt, weil die sehr eben halt handgemacht sind und limitiert, sind die teuer. Ja. So ein Notizbuch kauft man natürlich, benutzt man einfach. Ich hatte früher auch mal eins von der Blaue Lotus. Wenn ich es noch finde, blende ich hier ein Bild von ein, was ich so mal hatte. Da habe ich, glaube ich, 5 € oder 5 Mark mal bezahlt. Das ist wirklich D-Mark-Zeiten gewesen. Ja, also im Endeffekt finde ich es grenzwertig, den Preis. Es ist wirklich so, weil so eine Figur, da muss man schon extremer Timo Struppi-Fan sein, finde ich, um sich zu kaufen. Mein Vater hat sich ein U-Boot gekauft das ist etwa so groß, von Timo Struppi, und zwar das aus der Schatz Rackhams des Roten. Da hat er fast 200 € bezahlt. Also das ist schon groß und teuer. Also das ist unterschiedlich. Und so eine Figur, wie gesagt, kann bis zu 60 € kosten. Ich habe aber auch schon weniger bezahlt. Ich habe jetzt für meine Raumfahrerfiguren, die sind etwa genauso groß, da habe ich pro Stück 20 € bezahlt. Deswegen kann ich nicht genau beurteilen, wie gesagt, zwischen 20 und 60 € kann so eine Figur kosten. Ja, also wie gesagt, hat sich's gelohnt als Fan mit dem reduzierten Preis. Ja, das doppelt gekaufte ist eine andere Sache, aber 150 €
als Fan ist wirklich die Grenze. 190 wäre zu viel. Aber es ist unabhängig davon, finde ich, eine ganz schöne Edition. Mir gefällt sie. Ich bin Timo Struppi-Fan. Das Artbook ist wunderschön gestaltet, sehr, sehr ausführlich. Schade ist, dass es eben halt in Englisch oder Französisch ist, nicht in Deutsch. Man wirbt ja auch schon in Deutschland damit und Timo Struppi ist in Deutschland, ja, gehört mit, ja, überhaupt in Deutschland, eine der erfolgreichsten Comic-Serien immer noch, seit es rausgekommen ist. Das Witzige ist eben bei Zigarren des Pharaos, das ist übrigens die kolorierte Albenausgabe, dass das eigentlich schon die dritte Comic-Version ist. Denn Hergé hat das ursprünglich in Schwarz-Weiß gezeichnet, war es größer, einfacher gehalten, die Hintergründe waren halt nicht so extrem detailliert, hatte glaube ich fast 150 Seiten, waren aber nicht so viele Panels auf einer Seite. Und daraus hat er irgendwann eine Farbversion gemacht, und eine Farbversion ist, die ist dann im Magazin, im Timon Struppi Magazin erschienen, eben halt fast so viele Seiten, kann man sagen, wie das Album hat, aber diese Version aus dem Magazin, hier zum Beispiel bei Juwelen der Sängerin, deswegen habe ich mir nochmal gekauft, das ist die Version des Tintin-Magazins. Da sind einige Panels noch anders, Hintergründe sind vielleicht nicht ganz so detailliert, ein bisschen verändert worden. Hier und da war nochmal ein Umschnitt der Bildreihenfolge, das kann alles kommen und ähnlich war es dann auch hier. Zigarren des Pharaos ist im Endeffekt die dritte Ausgabe, es ist ja die Albenversion. Somit gibt es drei verschiedene Timo Struppi-Comic-Versionen von der Geschichte. Wahnsinn, nicht? So, das war jetzt mein Nerdwissen. Das Einzige, was ich jetzt nochmal anmerken kann, ich hoffe, das steht hier drin, weil ich habe jetzt, da habe ich wieder schlecht recherchiert. Original ist das Comic, ich überlege gerade, 1955 als Album veröffentlicht worden. Ja, und das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat mein, ja, ausführliches Unboxing von Zigarren des Pharaos von dieser Special Edition gefallen. Ich muss das Spiel noch spielen. Ich habe keine Ahnung, ob es mir gefällt. Ich hoffe, ja, es wird mir gefallen, als Timo Struppi-Fan. Ich mag Adventures. Pendule Studios hat einen Runaway gemacht und auch ein sehr gutes Adventure. Das ist ein spanisches Studio, wenn ich das richtig sinne. Also richtig gute Adventures. Hatten damals wieder so einen Kick gegeben, weil sie so ein LucasArts-Style waren. Und auch so, ja, haben die eben halt Timo Struppi-Spiel gemacht. So oft gibt es nicht. Und es gibt nicht viele gute Timo Struppi-Spiele. Es gibt einige, und die meisten sind Geschicklichkeitsspiele, die echt hammerhart und schwer waren. Ja, ich habe für den Amiga 1 und C64, also in dem Sinne, es ist nicht einfach gewesen. Vom Mond, vom Reise zum Mond übrigens. Gibt bisher keine doppelten Timo Struppi-Spiele, das heißt im Endeffekt keine doppelten thematischen. Das heißt, Zigarren des Pharaos ist erstmals umgesetzt worden als Computerspiel. So, das soll es auch gewesen sein, wie ich sagte. Lasst es mich wissen, ob euch das Video gefallen hat. In den Kommentaren, würde mich freuen. Liken, teilen, abonnieren, sage ich kurz. Und ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und jetzt, ich glaube, ich installiere mir jetzt das Spiel und zocke ein bisschen. Dear Editor-in-Chief, I know it's been a long time since I last wrote to you. But when you hear what I've been through to get where I am, you'll understand. If you're interested, why not join me? We shall find the tomb of Kiosk. Oh no, what in heaven's name? We must find him. Let's go, Snowy. Yikes, that was close. Of course, that's it. We've got a trail to follow. Wait, heavens, look at that! Now it is time to finish the mission that was entrusted to me.